So, ich habe den Dias gerade hingelegt nach dem Haareschneiden. Ist aber auch mittlerweile richtig warm draußen. Es bringt gar nichts. Die Katzen liegen aber noch draußen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mal eins von diesen Einladungskarten jetzt basteln, die ich mir vorstelle, dass ich einfach mal sehen kann, habe ich alles da? Ist es so, wie ich mir das vorstelle? Ja, und die Sachen habe ich ja euch eigentlich schon gezeigt. Also man braucht einmal dieses mit Pappe möchte ich das halt machen, mit schwarz-weiß und roter Pappe. Dann habe ich hier einmal solche Knöpfe mit Sterne, so ein bisschen Washi-Tape. Alles trotzdem in Rot gehalten. Bunte Stifte, um dann die Einladungskarte zu schreiben. Verschiedene Scheren, ein Zirkel, dann hier solche Buchstaben, eine Heißklebepistole, dann hier solche Klammern. Das ist aber auch kein Muss, das ist jetzt das, wie ich es mache. Dann nochmal ein Edding und dann diese Versandtaschen. Ja, ich möchte jetzt einmal so einen Prototypen erstellen, um zu gucken, ob mir das so gefällt, ob ich noch was abändern muss, ob ich noch was dazu kaufen möchte oder. Deswegen würde ich sagen, ich lege mal los und bastel jetzt mal eins. So, ich habe jetzt als allererstes mal mit dem Zirkel mir hier so einen großen Kreis gemalt, dann zwei kleine oben ran und das werde ich jetzt einmal ausschneiden. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Nee, ich habe jetzt noch mal einen zweiten Kreis drumherum gemalt und das ist mir dann tatsächlich zu groß. Ich lasse jetzt mal den kleineren Kreis, den ich gemalt habe, schneide es mal aus und dann mal schauen. Das soll ja eh nur ein Prototyp sein, deswegen da ist ja immer dann noch was veränderbar. So, ich habe die schwarze Pappe jetzt ausgeschnitten, habe sie hier auf die rote draufgelegt und dann im Prinzip den Zirkel genommen und da nochmal in die Mitte gestochen, wo es schon mal jetzt gerade drin war und habe dann hier einmal nochmal einen Kreis drumherum gezogen, genauso um die Ohren, dass es einfach nochmal so ein bisschen Abstand hat. Genau, jetzt habe ich hier nochmal eine Form oder eine Schablone und die werde ich jetzt auch nochmal ausschneiden. So, jetzt habe ich hier meine zwei Mickey-Maus-Köpfe und die werden so übereinander gelegt. Ich möchte, dass das Ganze auch ein bisschen dicker wird, Stabilität hat und so sieht es irgendwie schöner aus. Dann kommt hier vorne jetzt auch nochmal ein, also da muss ich auch mal gleich ausmessen. Da werde ich das Rote hier einfach wieder auf das Rote legen und hier so eine gerade Linie ziehen. Und den unteren, also einen Halbkreis, möchte ich praktisch hier draufkleben, aber nur am Rand, dass ich wie so eine Tasche dann habe und dass ich dann da drin sozusagen die Einladung reinstecken kann. Bisschen kompliziert erklärt, sorry. Ich werde das Ganze mal machen und euch dann zeigen. Das wird dann anschaulich auf jeden Fall. Also, so soll das jetzt aussehen. Also, das wird übereinander geklebt, dann wird das hier unten noch drauf geklebt, am Rand eben nur entlang. Da werde ich dann, also die zwei werde ich direkt so aufeinander kleben. Dann werde ich nur hier unten am Rand, also da, wo das Rote ist, bis zur Hälfte eben Kleber drauf machen und es dann draufkleben, dass dann hier wie so eine Tasche entsteht und dass ich da dann die eigentliche Einladungsnotiz praktisch reinmachen kann. So, ich habe jetzt mit dem Zirkel hier den Innenmaß nochmal, so rum den Maß von dem Schwarzen hier genommen, aber auch nochmal ein Stückchen freigelassen, so dass ich hier überall habe ich jetzt schon mal die Kreise gezeichnet, weil ich bin eigentlich damit recht zufrieden, dass wenn ich das ausschneide und also, Gott, ich und Erklärungen, sorry. Also, wenn das hier da drauf ist und das hier darauf klebt, dann soll dieses Weiße nämlich hier rein, so als dann Notiz. Und deswegen habe ich eben hier nochmal so ein Stückchen freigelassen. Ja, keine Ahnung, mit dem Kleber, falls irgendwas schief läuft, dass das wirklich auf jeden Fall reinpasst. Und ich habe jetzt hier überall schon mal ein paar Kreise gezeichnet, dass die alle gleich groß sind. Und ja, jetzt werde ich mal eins davon ausschneiden und dann anfangen, das Ganze mal zusammenzukleben. Und dann geht's weiter. Okay, mit der Heißklebepistole war gerade voll der Fail, denn schaut mal, ich kann das hier komplett wieder aufmachen. Ich weiß auch nicht. Also eigentlich hält das ja immer Heißklebepistole, aber in dem Fall irgendwie anscheinend nicht. Deswegen habe ich jetzt hier mal Prittstifte rausgeholt und auch Uhu-Kleber. Ja, und versuche das Ganze mal ein bisschen fester dran zu kleben. Was ein Fail. Alles ist jetzt zusammengeklebt. Ich habe das so gut es geht hinbekommen, aber ja, ich habe einfach die ganzen Heißkleberreste wieder abgepult und habe das Schwarze auf dem Roten wirklich mit so einem Prittstift jetzt gemacht. Und das hier auch ein bisschen mit Prittstift, aber auch ein bisschen hier mit so einem Uho-Sekundenkleber. Ja, mal gucken. Also bis jetzt hält es ganz gut. Und dann habe ich jetzt mir hier oben so eine Leiste gemacht. Mit diesem Washi-Tape-Band einfach. Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie ganz cool, dass da so ein bisschen Glitzer mit dabei ist. Das ist ja auch dann kurz nach Weihnachten und Silvester. Ich denke, das passt ganz gut. Und dann kommen jetzt noch diese Knöpfe hier drauf. Und zwar, das sollen nicht die Augen sein, sondern die Hosenträgerknöpfe von Mickey Mouse. Genau, also die werde ich jetzt hier dran kleben. Ich hoffe, die halten. Ich habe da so ein bisschen Zweifel. Ich werde da sonst Heißkleber und Uho und alles drum und dran drauf machen, dass es irgendwie hält. Ja, und wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal
ja praktisch diese Tasche. Ihr seht, ich kann da reingreifen. Ich lasse es aber noch ein bisschen trocknen. Und dort soll dann eben das Weiße praktisch rein, wo dann die ganzen Notizen draufstehen. Eben Einladung. Ich möchte, dass hier oben steht Einladung, erster Geburtstag Lias. Und Lias würde ich gerne auch in diesen einen Buchstaben. Moment, ich zeige es euch gerade mal. Mit diesen Buchstaben vielleicht. Da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Und ja, hier ist es ja. Da soll das eben hier so rausgucken mit Einladung erster Geburtstag Lias. Und dann drinne, wenn die Gäste das dann rausziehen sollen, dann unten die ganzen Sachen stehen, wie zum Beispiel wo und wann und so weiter. Aber so sieht es im Prinzip dann aus. Und die Klammern, die ich gekauft habe, Moment, jetzt muss ich wieder zurück, diese hier. Da habe ich mir vorgestellt, da bin ich mir aber auch noch nicht sicher, weil das sieht so süß aus mit dem roten Herz, dass man den irgendwie hier zur Seite klammert oder in die Mitte irgendwo hinklammert und dann den Namen draufschreibt mit einem Edding für den Gast, der dann eben eingeladen ist für die Karte. Ich habe mir erst gedacht, bei jedem Einzelnen irgendwie was zu schreiben, aber vielleicht schreibe ich da einfach dann auf, drauf dann eben für Omi oder für Tante oder irgendwie sowas. Genau, aber das entscheide ich noch, ob ich das hier drauf schreibe oder direkt da drauf. Mal gucken. Aber ansonsten ist es im Großen und Ganzen jetzt eigentlich fertig. Die Knöpfe sind nur ein bisschen klein, die hätten ein bisschen größer sein können. Aber ist auch in Ordnung. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut so. So, fertig soweit. Also so sieht im Prinzip jetzt mein Prototyp aus. Ich habe jetzt hier einfach Einladung zum ersten Geburtstag geschrieben mit den verschiedenen Buntstiften. Ich fand das irgendwie schön, dass dann da nochmal so was ein bisschen bunteres ist. Ich wollte jetzt nicht nur mit Schwarz nochmal schreiben. Und hier oben habe ich dann so eine Klammer reingemacht, habe ich euch ja schon gezeigt. Omi und Opi habe ich da jetzt mal als Beispiel drauf geschrieben. Die Dinger habe ich ja festgeklebt, muss noch ein bisschen trocknen und das Ganze kann man dann hier rausziehen und da werde ich dann nochmal die genauen Daten hinschreiben. Aber das ist das, was so rausguckt. Und jetzt hatte ich mir überlegt, mit den Steinchen hier, mit diesen Perlen, die man eigentlich auffädeln kann, den Lias, also das Lias hier hinzuschreiben, aber das geht so unter, weil das ist, schaut mal, das ist einfach so klein. Das bringt nicht wirklich was. Also das ist irgendwie nicht so cool. Dann dachte ich mir, das Ganze vielleicht hinzuschreiben mit so einem Goldstift, aber das ist auch so eine Sache, wenn man sich dann verschreibt, ist die ganze Einladung für A auch nicht so cool. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich lasse es jetzt erst einmal so, aber habe auch noch eine kleine Idee, vielleicht ein Foto vom Lias hierher zu machen, dass ich da einfach irgendein spezielles Foto mir aussuche. Aber das würde dann auch noch warten, also wirklich dann so kurz bevor er dann tatsächlich, also wenn ich die Einladung auch erst rausschicke, vielleicht einen Monat vorher oder sowas, circa. Ja, keine Ahnung. Wäre eigentlich ganz cool, hier nochmal so ein Foto auf dem Ohr. Ich denke, das werde ich machen, dass ich hier nochmal so ein rundes Foto dann von ihm da drauf bappe und dann sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Ich finde es richtig süß. Also hinten sieht es jetzt so aus und ja, auch diese Funktion, dass man da so ein bisschen was hat. Ich finde es richtig, richtig goldig. Also mir gefällt es auch mit diesem Ding hier vorne. Hier oben habe ich mich jetzt entschieden, das auf jeden Fall zu machen. Dann kann ich nämlich hier überall die gleichen Texte schreiben. Ich werde dann im Prinzip in der Mitte nur noch schreiben, wo genau und wann und dann drunter das, also dann auch schreiben, dass Lias eben die Einladung, also dass die Lias sie eben zum ersten Geburtstag einladen möchte und so weiter. Und hier oben dann einfach wirklich an wen das Ganze geht. Genau. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und so werde ich das, denke ich, auch umsetzen für alle anderen Karten. Also ich habe da jetzt noch nicht das Bedürfnis, da irgendwas zu ändern, irgendwas anders zu machen. Also mag ich sehr, sehr gerne und werde ich es so umsetzen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es cool findet oder ob ihr irgendwas ändern würdet. Ja, bin gespannt auf eure Meinung. So, ich habe jetzt schon mal zumindest die weißen Kreise ausgeschnitten. Ich denke, das war es dann auch erst einmal für heute. Huch! Okay, das muss ich noch abholen. Das war das Preisschild hinten. Die anderen Sachen mache ich wann anders, aber ich habe ja auch noch genug Zeit. Ich wollte nur schon mal jetzt ein bisschen anfangen. Der Postbote hat gerade geklingelt und hat zwei Sachen vorbeigebracht. Einmal eine Plane und zwar für draußen, für das Bällebad, dass da wirklich, dadurch, dass da ja Holz mit dabei ist und so weiter, dass das auch wirklich nicht kaputt geht, habe ich eine sehr große Plane bestellt, für die regnerischen Tage. Und das hier ist noch gekommen. Ja, wie man sich wahrscheinlich denken kann, auch für die Geburtstagsparty schon. Ich habe wirklich so ein paar Kleinigkeiten schon mal bestellt. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es so schnell kommt. Aber bei den anderen Sachen, die werden tatsächlich erst Mitte September geliefert. Also deswegen, da habe ich ganz günstige Deko ergattert. Aber da muss man halt wirklich mit langer Wartezeit rechnen. Und deswegen habe ich das schon mal bestellt. Und das hier kam jetzt irgendwie total fix. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so ein Muffin-Deko-Set. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Muffins unbedingt machen werde. Aber ich denke schon. Habe ich zumindest vor. Aber die Dinger werde ich auf jeden Fall
Fall benutzen, in die Kuchen reinstecken oder. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das sieht so goldig aus. Oder als Tischdeko oder keine Ahnung. Also da habe ich auf jeden Fall schon mal so ein paar Sachen. Richtig schönes Geburtstagsset. Wie gesagt, beides von Amazon, wenn es euch interessiert. Link ist in der Infobox. Einen wunderschönen guten Morgen, Bibili. Es ist schon kräftig am Spielen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch doch gerade mal, weil ich bin gerade dabei, die Wäsche, die ich jetzt frisch gewaschen habe, hochgeholt habe, in alles rein zu sortieren. Und da habe ich jetzt gerade mal das Bett neu bezogen und wollte euch mal die Bettwäsche zeigen, die ich ja beim Aldi gekauft habe. Also ich habe einmal jetzt dieses Nestchen, das war ja wirklich so bis zur Hälfte praktisch. Also das hier, das ging ungefähr bis hierhin und da auch. Aber der Lias, da ist immer das, also das Nestchen ging jetzt ungefähr bis hier eigentlich. Ich habe es jetzt ein Stückchen nach da gerückt und einfach hier hinten dann praktisch verlängert. Weil der Elias ist immer so weit nach vorne gerutscht, dass er mich durch den ersten Schlitz dann sehen konnte und hat dann immer ma, 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 ma gemacht. Und ich weiß nicht, ich wollte einfach, dass, wenn er aufwacht, wenn er sich ja einfach hierher dreht, dass er mich schon direkt sieht. Deswegen habe ich das jetzt einmal verrückt. Dann ist hier natürlich das Bettlaken neu. Ich finde das so hübsch mit den Sternen. Ja, mache ich sehr gerne. Und dann natürlich die Bettwäsche hier einmal. Kopfkissen und die Decke. So goldig. Die ist relativ, was heißt relativ groß, aber wenn ich die jetzt so mal. Also wenn ich die jetzt so hinlege, ist es die Hälfte der Decke. Aber es ist trotzdem Kinder- bzw. Kinder-Baby-Bettwäsche. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lassen würde. Also ich habe ja jetzt hier die Decke, die habe ich die letzten Tage benutzt, wenn es mal ein bisschen kälter war. Abends habe ich ihn zugedeckt. Aber ich glaube, diese Decke hier, die werde ich die ganze Zeit, die werde ich jetzt mal hier drüber machen, weil ich mir denke, es ist noch nicht kalt genug dafür. Und ja, dann werde ich ihn, glaube ich, eher dann wirklich im Winter damit zudecken. Aber es sieht wunderschön aus. Und ich denke mir auch, mit diesen fetten Decken wurden die Babys ja auch zugedeckt, als sie im Krankenhaus waren. Also da werden die auch mal so mollig eingepackt. Deswegen denke ich, dass es in Ordnung ist, dass es nicht zu warm ist. Joa, die Bettschlange, die habe ich dann wieder hier ein Stückchen nach vorne gerutscht, dass wenn er sich dreht, dass er nicht da mit dem Kopf dran dotzt. Und dann haben wir hier noch die zwei Mickey-Mäuse, Mama und Baby. Und hier an der Seite habe ich noch dieses Kissen, aber tatsächlich auch nur einfach zum Schutz, dass er nicht irgendwo dran dotzt. Ja, dann haben wir noch sein Kissen. Da hatten auch immer viele gefragt gehabt. Das habe ich immer mal wieder am Tag hier drinne so einfach aus Deko-Zwecken sozusagen. Also das bleibt, also wenn ich ihn reinlege zum Mittagsschlaf oder nachts, dann mache ich dieses Kissen immer raus. Ja, und seine kleine Spieluhr, die ist auch immer da, weil wenn ich ihn hinlege, mache ich die immer an. Und genau, sein Teddybär. Ja, das ist so sein aktuelles Kinderbett. Hat sich jetzt ein bisschen verändert. Das Ding hier muss ich auch bald abnehmen, weil der greift da immer dran und der kommt fast dran. Und wenn er mal drankommt, dann wird er das ganze Teil runterrobben. Wäre nicht so cool, deswegen. Was ist denn los? Bibilias? Was ist denn los? Mam, mam, mam? Ja, ich glaube, ich mache hier mal mit der Wäsche weiter. Ach so, das wollte ich euch noch zeigen. Das haben wir nämlich gestern aus dem Auto dann mitgenommen. Lauflernwagen, genau. Das andere, was ich gemeint hatte, war gehfrei. Das haben jetzt wahrscheinlich so viele unter dem gestrigen Vlog und dann in die Kommentare geschrieben. Weiß ich nicht, ist ja noch nicht online, aber das, was ich die ganze Zeit gemeint hatte, war dieses gehfrei, wo sich ja viele drum streiten. Aber diese Lernlaufwagen, ich denke, dass das in Ordnung ist. Also klar, viele sagen auch einfach, ja, die Kinder sollen das selber erlernen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn man da so ein bisschen unterstützt, finde ich das, glaube, also finde ich das nicht so schlimm. Auf jeden Fall, der ist vom Aldi. Und ich glaube, ich werde da mal reinschauen, den vielleicht sogar aufbauen, ob da alles in Ordnung ist, alles beisammen ist. Dann kann er da vielleicht vorne auch schon ein bisschen dran rumspielen. Aufstellen wird er sich eh noch nicht. Das kann er ja noch nicht. Aber hier vorne so rumspielen, warum denn nicht? Genau, das mache ich mal. Aber als erstes ist die Wäsche dran. So, ich habe den Wagen jetzt mal aufgebaut und Elias erfreut sich schon daran. Also so sieht das Ganze hier aus mit der Stange. Dann hier gibt es verschiedene Funktionen. Da ist ein Spiegel. Dann gibt es hier so eine Schnur, da kann man hier so drüber gehen und Geräusche machen. Dann hier diese Drehfunktion. Dann das hier zum Hin- und Herschieben. Oder hier sind dann auch so Klötzer, die man umdrehen kann, da dann ja verschiedene Figuren praktisch dabei rauskommen. Und das hier gibt es noch, das lässt sich aufmachen. Tada!
hat voll den Abdruck, weil er jetzt vor lange mit der Hand einfach hier gechillt hat. Der lag ganz lange hier drauf und hat mir die ganze Zeit zugeschaut beim Zusammenschrauben. Und ja. Ja, was ist das denn, mein Herz? Ja, und so sieht es an den Seiten aus. Es gibt hier nochmal solche Bauklötzer. Moment. Da liegen sie drinne. Die kann man dann hier reinmachen. Was ich, worauf ich geachtet hatte, auch die ganze Zeit schon, als ich was bestellen wollte, dass die, also ich wollte was aus Holz haben und dass dann hier so ein Gummi drumherum ist, dass es halt eben nicht so laut ist oder den Boden zerkratzt. So, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das hier. Das kann man einmal hoch machen, so ein bisschen anstupsen. Und dann geht's, rollt's von alleine runter. Und natürlich generell hat man hier dann die Möglichkeit, einfach Sachen reinzulegen und zu verstauen, sein ganzes Spielzeug zumindest. Es scheint auf jeden Fall zu gefallen. Klar, sowas ist natürlich immer interessant für Kinder. Ja, deswegen, das kann man hier hinstellen. Da kann man jetzt die ganzen Spielzeuge, die immer hier rumliegen, da hinten reinmachen zum Verstauen. Und dann kann er da vorne mit rumspielen und... Ja, ich denke, das ist ganz cool. Also es ist auf jeden Fall auch sehr schön vom Material her. Da piekst nichts oder sowas. Und es war auch recht schnell aufgebaut, also relativ unkompliziert. Genau. Baby Lies und ich haben hier gerade ganz viele Faxen gemacht. Und dann hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Und dieses Paket ist gekommen von Puck Daddy. Und zwar habe ich ja gesagt, das zeige ich euch gerade mal. Ich habe ja gesagt, ich möchte hier was an der Wand neu machen über der Wickelkommode. Ich möchte das, den Bauch wegmachen. Und ja, das soll einfach vielleicht dann auch... ich habe verschiedene Regale im Sinn gehabt. Moment, ich mache mal Licht an. Dachte ja erst an so viereckige Sachen oder dann an so Häuschen. Dann dachte ich mir, vielleicht ist es am besten, wenn man auch so ein weißes Regal nimmt, dass es irgendwie gleich ausschaut. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe vom Puck Daddy ein Regal genommen. Und zwar sieht es so aus wie die Wickelkum, also wie der Wickelaufsatz. Und zwar das hier, das ist ja auch von Puck Daddy. Und es ist eben so eine Wolkenform und die hat jetzt eben das Regal auch. Also es ist ein weißes Regal. Unten sind dann so Möglichkeiten zum Dranhängen und oben ist da eben diese Wolke, so wie es hier auch ist. Und ich denke, das wird ganz cool ausschauen. Keine Ahnung, ich werde es gleich mal auspacken. Kann ich euch dann zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Ich denke, dass es aber ganz gut passen wird. Hoffe ich zumindest.